Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen aus der Zentrale des YouTube-Sommerloch schlechthin. Ich bin hier gerade im Inkognito-Modus unterwegs, meine Freunde. Denn was jetzt kommt, ist nichts anderes als ein Softporno. Zumindest gehe ich davon aus, Marcel Scorpion hat darauf schon reagiert und hat gesagt, Reaktion auf Sextape von Katja Krasavitsch. Ich habe keine Ahnung, was sich dahinter versteckt und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was es ist. Bitteschön. Ich weiß, du willst Sex, babe. Es ist ein neuer Song. Es ist ein neuer Song und rechts in der Leiste haben wir direkt WhatsApp-Prank an Pädophilen. Super lustig. Okay, schauen wir mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt und hoffentlich hat Startover da seine Finger im Spiel. Falls nicht, dann weiß ich auch nicht. By the way, Leute, kann ich euch auch nur empfehlen, das Video im Inkognito-Modus oder in einem komplett anderen Browser, den ihr niemals benutzt und niemals eure Eltern zeigen werdet, aufzurufen. Denn sonst werdet ihr wahrscheinlich wirklich Probleme bekommen. Wenn hast du mich legst, babe, du laufst bei mir Backstage, wir machen ein Sextape. Da wieder Startover am Start, das freut mich auf jeden Fall. Immer dafür bekannt, sehr hochwertige Sachen zu machen. Auch Leons Copacabana, tatsächlich production-wise, echt nicht schlecht. Also ich sage immer gerne, also das würde ich jetzt so nicht bei Katja sagen, aber aus Scheiße Gold machen, das ist schon echt stark, muss man sagen. Also da ist auf jeden Fall echt ein sehr, sehr, sehr talentierter Produzent hinter. Und wir treiben uns die ganze Nacht. Was ist das da für ein Typ im Hintergrund? Guckt der Katja die ganze Zeit auf den Arsch? Und warum hat Katja so viel an? Was soll das? Das ist nicht Katja Krasavitsch, wie ich sie kenne. Und was ist mit ihrer Stimme hier los? Hören wir mal ganz kurz hin. Okay, ganz kurze Frage, wie bei Wer wird Millionär. Was ist mit Katja Krasavitschs Stimme passiert? Antwort A. Katja hat einen unglaublichen Testosteronschub bekommen aufgrund ihrer Pubertät und ist tatsächlich ein Mann und kommt langsam in den Stimmbruch. Antwort B. Startover hat das Ding einfach gepitcht down mit einem ganz einfachen Effekt. Antwort C. Katja hat möglicherweise Kehlkopfkrebs. Antwort D. Halt doch einfach die Fresse, Revi. Richtig, es wäre Antwort D und Antwort B gewesen. Perfekt. Und wir treiben uns die ganze Nacht. Ich weiß, du willst Sex, babe. Ey. Du mich Was hat sie da an? Man kann ja fast einfach alles, das ist ja, wo findet man solche, was, wo findet man solche Klamotten? Wo findet man solche, was ist aus YouTube geworden, Alter? 2011, Standard Time, Minecraft Let's Play. Katja, was machst du? Oh. Und wir treiben uns die ganze Nacht. So, den digitalen Zoom hätte man sich ersparen können an der Stelle. Da ist nämlich das Bild ein bisschen blurry geworden, ja. Das muss ich jetzt einfach mal hier als kennender Visio, Audio, Visio, ich halte meine Fresse, komm. Wir treiben uns die ganze Nacht. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, sowas bleibt wieder im Kopf hängen und verursacht wieder einen Ohrwurm, der sich qualvoll 3 Wochen lang in deinen Kopf schraubt und dein Stammhirn von innen zersetzt. Freue ich mich schon wieder drauf, super. Oh, ich weiß, du magst meine Pussy-Pussy. Ich mag deine Pussy-Pussy. Hat sie einfach auf einer öffentlichen Straße gedreht, fällt mir gerade so auf. Mein erstes Wort als... Ja, der Typ hat auf jeden Fall gerade den Tag seines Lebens gehabt. Der hat nämlich gerade richtig schön gegafft, wir können mal... Oh, oh, ich weiß, du magst meine Pussy-Pussy. Mein Der hat nämlich gerade richtig schön gegabbt. Baby war Gucci, Gucci. Dein erstes Wort als Baby war Gucci Gucci. Dein erstes Wort als Baby wird Nutti Nutti gewesen sein, Katja. So dreckig und meinem Sex so verspielt. Ich will hoffen, dass das Hemd, was da vorne liegt, auch noch irgendwer mitgenommen hat. So, jetzt halte ich mal die Fresse, Alter. Wir wollen den Song hören, wirklich. Nö. Eine große Toblerone sei mein Lexington-Stil. Männer schauen mich an wie diese Smileys mit den Herzchen. Warum hat sie auf einmal so lange Haare? Ich brauche Michael Adrian. Sind es Extensions oder echte Haare? Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ist mir egal. Bin ich Pocahontas, doch bereiten wie im Märchen. Ich werd dein Schneeflittchen. Die schönste weit und breit. Doch anstatt in einen Apfel beiß ich in die Eier rein. Was? Was? Anstatt in einen Apfel beiß ich in die Eier rein? Erstens, Katja, kein Mensch will in die Eier gebissen, also kein Mann wissentlich, in meinem Umkreis zumindest, will in die Eier gebissen werden. Zweitens, warum ist das nicht ab 18 geratet, das Video, Alter? Du bist fast nackt. Du bist nackt, Mädchen. Gib's mir Dreck, ich gib's mir hart, bin wie ein Bugatti, ja, du bist besessen von meinem Arsch. Ja, hier nochmal ganz kurz vielleicht eine kleine Montana Black Reaction auf Katjas Arsch. Ach komm, du gehst mir auf den Sack, du dumme Kuh. Ja, verpiss dich. Super, danke dafür, Monte, für das klasse Statement. Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle. Leute, von der Silhouette sieht es aus, als hätte sie untenrum nichts an und da fahren überall Autos. Katja, hast du nicht Angst, dass sich irgendwer einfach umbringt? Also Baby, mach die Kamera an, öffne die Hose, es geht ba 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 ba. Es geht ba 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 bam. Scheiße, Alter. Das sind genau wieder diese Melodieabfolgen, die im Kopf stecken bleiben, Alter. Und ich werde die ganze Zeit dieses Ding wieder nicht loswerden, Alter. Oh, ich weiß, du willst Sex, babe.
ey, will, dass du mich schlägst, babe. Du laufst bei mir Backstage, wir machen ein Sextape, ey, ey. Und wir treiben es die ganze Nacht. Ich weiß, du willst Sex, babe, ey. Wir fahren einfach so, Leute. Stellt euch mal vor, ihr fahrt einfach so. Passt mal auf, stellt euch vor, ihr fahrt mit eurer Frau so in den Sommerurlaub und fahrt einfach so mit dem Fahrrad so la 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 la. Und plötzlich seht ihr so. Was ist das? Schatz, hast du das auch gesehen, die halbnackte Frau, die in die Kamera singt? Wollen wir nochmal zurückfahren oder? Ach, Herbert, hör doch auf! Die kann doch nicht einfach auf eine offene. Doch, kann sie. Sie ist Katja, sie kann das. Will, dass du mich flexst, babe. Du läufst bei mir Backstage. Wir machen ein Sextape. Mit Backstage meint sie sicherlich den Backstage-Bereich ihrer wahrscheinlich schon restlos ausverkauften Stadion-Tour. Nicht ihr Und wir treiben es die ganze Nacht. Der sneaky Typ im Hintergrund, guck mal. Er könnte ja vorbeifahren. Da wird nochmal schön gegafft und die Frau guckt richtig böse in die Kamera so. Wenn das ein Porno ist und ich da drauf bin, da gibt's aber eine verfassungsrechtliche Klage, mein Freund, hä? Bundesdatenschutzgesetz hier, da wirst du sehen. Okay. Ganz kurz zu dem Part, musikalisch ist es einfach echt wieder production-wise, Digga. Start Over hat das richtig, richtig gut gemacht. Der Pitchdown ist richtig, richtig, richtig stark gerade gewesen mit diesem Autotune-Effekt obendrauf. Ich nehme mal an, dass Katja auf jeden Fall noch Gesangsstunden genommen hat, weil ihre Stimme hat auf jeden Fall irgendwie eine andere Klangfarbe bekommen, finde ich. Zumindest ein bisschen rauer, ein bisschen kratziger, rauchig jetzt nicht unbedingt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da ist auch noch so ein bisschen Reverb drauf und sowas, das gefällt mir auch ganz gut. Ich bin nicht Tubo, ich habe keine Glatze, ich will gar nicht zu tief ins Detail gehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das wieder sehr, sehr stimmig. Der Beat gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ja, abgesehen vom Inhalt des Songs ist es ein echt schönes Lied, hä? Küche, Schlafzimmer, dann auf meine Riesencouch. Ich mach mein Money selbst, ich bin keine Spielerfrau. Wir treiben's, wo du magst, komm, sei mein Foto. Nein! Der Pizzabote ist wieder da. Hans Entertainments Bruder, Alter. Und ich mach den kleinen Mann jetzt größer, so wie Joko Klaas. Weil... Ah, okay, gar nicht. Ey, gut. Wer hat das Songwriting gemacht? Wenn sie das selber war, dann falle ich echt vom Glauben. Aber ich nehme an, da wird ein Ghostwriter hinterstecken, der sich wahrscheinlich nicht offenbaren möchte. Ich mache den kleinen Mann so wie Joko Klaas. Also, weil Joko ist ja ziemlich groß und Klaas ist ziemlich klein und die sind zusammen groß geworden. Das ist ganz interessant. Ganz, ganz gut gemacht tatsächlich. Intellektuell auf jeden Fall auf dem Niveau von einer Weintraube. Finde ich ganz gut. Gefällt mir. Und er ist auf jeden Fall richtig am Geiern, Alter. Ist das Sturmwaffel im Auto? Das ist Sturmwaffel im Auto mit rotem Bart. Guck mal, Leute. Er kann gar nicht aufhören zuzugucken. Schatz, ich mach deine Kanone hart. Blas wie auf einer Mundharmonika am heißen Honigbad. Blas wie auf einer Mundharmonika am heißen Honigbad? Mundharmonika heißer Honigbad. Whatever floats your boat, Katja, ne? Mann, zieh dir doch was an, Mädchen, Alter. Warum ist er nicht nackt? Ich mag es grob und hart und kein Romantik-Scheiß. Nee, jetzt komm, jetzt. Oh, jetzt geht das auch in so eine SM-Richtung, Alter. Das ist doch. Guck mal, sie hat nichts an, legit. Sie hat nichts. Das sieht von hinten aus, als wäre sie nackt. Guck da, wenn ich jetzt meinen Finger da drauf halte. Sie ist nackt. Die ist einfach nackt. Die kann doch nicht nackt auf YouTube sein, Alter. Ich krieg eine gelbe Monetarisierung rein, weil ich jemanden bei Fortnite als dreifach so beleidige. Nee, Alter, sehe ich nicht ein. Nein! Mach mir nicht auf Manager, sonst wirst du hier gleich angeleint. Oh, hab ne harte Schau. Nein. Okay. Was denkt dieser Autofahrer? Was muss dieser Autofahrer denken? Der muss doch denken, was passiert hier gerade mit... Wir waren mehr Männer drin als im trojanischen Pferd. Katja, in einem trojanischen Pferd waren bis zu 40 Leute waren im trojanischen Pferd oder sogar mehr. Ich glaube an die 300. Wenn das jetzt realistisch ist, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht ganz kurz einen Geschlechtskrankheitentest zu machen an der Stelle. Was denkt dieser Autofahrer sich? Ich glaube, der Typ ist wirklich straight up danach gegen Baum gefahren, Alter. Also Baby, mach die Kamera an, öffne die Hose, es geht bababam. Der hat sogar so eine Dachbox oben drauf. Das sind bestimmt Skisachen oder sowas. Oder der fährt mit seinen Kindern gerade wandern und sowas. Und dann sieht der sowas, Alter. Das ist, selbst wenn es Naturschutzgebiet ist, das ist nicht natürlich hier, das, was da gerade passiert. Das ist nicht normal. Ich rech mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. Ich weiß, du willst Sex, babe. Ey, will, dass du mich schlägst, babe. Du laufst bei mir Backstage. Wir machen ein Sextape. Boah, ich muss mir jetzt die ganze Zeit ausdenken, was die beiden für eine Beziehung führen. Dieser Pizzatyp und Katja. Sind die wirklich zusammen? Falls ja,
dann wird die Beziehung wahrscheinlich genauso aussehen. Und Katja, was ist das hier für eine Falte im Bauch? Ist da etwa jemand auch pregnant geworden? Nein, war nur ein kleiner Witz. Ich weiß, dass das ein Wohlstandsbauch ist. Du hast eine tolle Figur, Katja. Sie hat wirklich, muss man neidlos anerkennen, hat sie wirklich. Sie wird eine Menge trainiert haben vor diesem Video. Und wir treiben es die ganze Nacht. Ich weiß, du willst Sex, babe. Ey, will, dass du mich flex, babe. Dieses Auto fährt auch einfach nicht weg, ne? Wir machen ein Sextape. Das sind so die Momente, wo man denkt, das kann nicht noch weirder werden und dann passiert sowas. Ein Typ, der in einem Planschbecken an einem großen Brunnen sitzt, von einer halbnackten Frau bewässert wird. Ich bin wirklich am Ende meines Lateins angekommen, Leute. Ich verstehe nicht mehr, was geschieht mit dieser Plattform, Alter? Bewegen wir uns in einer Kreisspirale nach unten? Wo ist Harald Lesch, wenn wir ihn brauchen, Alter? Meine Güte, das ist ja wie Kabbala, ja? H und C und C und G und meine Güte. Nee. Ist gerade das Bett am Ende noch eingekracht. Also wenn das nicht geplant war, dann auf jeden Fall Mad Respect dafür. Ja, mein Fazit zu dem Ganzen. Ich bin schwer verstört, Leute. Und ich glaube, es ist echt jetzt an der Zeit, sich wieder 10 Tage im Keller einzusperren und lange über sein Leben nachzudenken. Falls ihr das Video auch anschauen wollt, der Originallink ist in der Videobeschreibung. Tut es bitte nur im Incognito-Browser, meine Freunde. Katja, auch an der Stelle nochmal danke für die wahrscheinlich 1 Million Klicks, die dieses Video jetzt hier macht an der Stelle. Habe ich auch gerade gebraucht. Fortnite ist gerade ein bisschen am Schwächeln. Danke auf jeden Fall dafür. Leute, lasst auf jeden Fall 30 Likes dafür. Den Not So Cool Hard Trap Remix von Sextape. Vielleicht machen wir den auch einfach gar nicht. An der Stelle dann, ich bin sprachlos und hoffe, dass es mit der Menschheit irgendwie weitergeht. Es klingelt, ich bin damit raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja.